Daddy. Oh, yes, we do. All right, I came out. Ich habe News. Yeah, nämlich? We got a new... Wir haben neue Kunden. Ein Ehepaar. Sie ist Maklerin. She's a real estate agent. So I felt like this was kind of das ist ein wichtiger Auftrag, denn sie hat viele Connections in der Branche. Das könnte uns helfen oder uns ruinieren. Jetzt bin ich froh und nervös. Sie hat schon so viele unterschiedlich gestaltete Häuser gesehen. Ich weiß nicht, ob es uns das leichter oder schwerer macht. Wir wohnen seit knapp einem Jahr hier. Davor lebten wir 24 Jahre in der Nachbarstadt. Wir wollen in diesem Haus alt werden und wussten schon beim Kauf, dass wir renovieren müssen. Von unseren vier Kindern leben noch zwei bei uns. Ich bin Pastor. Und ich Maklerin. Ich bin ständig in wunderschönen, modernen Häusern. Da fallen mir die Schwächen unseres Eigenheims besonders auf. Es erfordert viel Vertrauen, jemand anderem die Gestaltung des eigenen Hauses zu überlassen. Aber ich folge Chelsea online und habe Bilder von ihrem schicken Zuhause gesehen. Sie ist auf jeden Fall mutiger in Gestaltungsfragen als ich. Und genau das brauchen wir hier. That's just perfect for this space. Hey, hallo, Jenny. So nice to see you. Your house is so cute. Euer Haus ist toll. Okay, fangen wir hier an? Da, wo der Kamin ist, war ursprünglich die Außenwand. Das hier war also das Wohnzimmer. Wie würdet ihr euren Stil beschreiben? Ich mag den Farmhouse-Look und alles, was hell und duftig ist. Ist das auch dein Stil? Is her style? I have no. Ich habe keinen. Sicher? I would say, Hauptsache bequem. Es ist doch schwer, seinen Stil so einzugrenzen. Ich mag so viel Verschiedenes. Wenn mich jemand fragen würde, wäre die Antwort alles. Wir müssen definitiv für mehr Helligkeit sorgen, denn das dunkle Holz und die Ziegel erdrücken einen förmlich. Weil man das Kaminzimmer als erstes sieht, wenn man reinkommt, will ich hier schon ein Statement setzen. Ich denke da an eine coole Leuchte und den angestaubten Kamin machen wir zu einem Blickfang. Wegen dieses Raums haben wir das Haus gekauft. Großartig, oder? Ja, und die Aussicht. Das ist ja wie Tag und Nacht, diese zwei Räume. Hier hat man fantastisches Licht und die Deckenleisten sind auch toll. Die Kaminesse war mal Teil der Außenwand. Mir gefällt, dass ihr da drüben einen großen Kamin habt und hier nochmal ein kleiner elektrischer steht. Warum verbinden wir die zwei Räume nicht einfach durch einen doppelseitigen Kamin? Geht das? Das ist Beton, kein Problem. Das wäre toll. Nichts ist unmöglich. Wir wissen, dass die Abgasleitung vom Boiler in der Wand liegt. Darum müssen wir vorsichtig sein. Volltreffer! Ja. Gefunden. Da ist der Abzug. Ich habe Angst, dass es doof aussieht. Wird es nicht. I'm ready. Wenn den beiden ihr Haus gefällt, wäre das die beste Werbung für uns. Sie könnten uns ihren Klienten empfehlen. Sie verkauft ein Haus und wir renovieren es. Unser Business steht und fällt mit diesem Auftrag. Wenn Jenny unzufrieden ist, würde sich das schnell rumsprechen. Das Haus sieht toll aus, aber ich bin immer noch nervös wegen des gestrichenen Holzes. What? Oh, wow. I love it. Wow. I love the color. Die Farbe. Und die Bank ist auch voll praktisch. Tug your boots on.
Das war mal euer Esszimmer. Weil ihr das nie benutzt habt, wollten wir etwas daraus machen, das ihr auch tatsächlich gebrauchen könnt. Außerdem sieht man das als erstes, wenn man reinkommt. Darum habe ich deine Lieblingsfarbe gewählt. Man soll gleich sehen, wer ihr seid und sich hier wohlfühlen. Das Fenster hat uns leider etwas Stauraum gekostet. Darum haben wir um die Ecke noch einen kleinen Schrank für Schlüssel und die Post aufgestellt. Clever. Das Kaminzimmer. Oh mein Gott! Sind wir auch sicher in unserem Haus? Wow. Es ist so hell. Der Kamin. Ich erkenne das alles gar nicht wieder. Ich auch nicht. What? Stunning. Ihr habt jetzt einen Tunnelkamin. Das ist wirklich eurer. Er hat sich nur zu einem modernen Blickfang gemausert. Statement piece. But stucco in itself. Dank des Putzes. Ich fühle mich wie in einem schicken Urlaubshotel. Klingt gut. This is großartig. Amazing. Ich bin baff. Nutzt ihr den Raum jetzt? Ja. Er ist originell, gemütlich und es gibt so viel zu sehen. Und die Leuchte. Die hätte ich nie ausgesucht, aber ich wusste, ich kann euch vertrauen. Was sagst du zum Geländer? Fühlt sich sehr gut an. Das Fischgrätmuster war die perfekte Wahl für den Teppich. Es ist nicht zu aufdringlich, setzt trotzdem einen Akzent und lenkt den Blick nach oben. Darauf wäre ich nie gekommen. Seid ehrlich, wie findet ihr das Holz? Es sieht fantastisch aus. Oh, yes. Jetzt kommt die Aussicht besser zur Geltung. Der perfekte Rahmen. Wir haben die Zierleisten dunkler gestrichen als die Wände, damit die Fensterfront zarter wirkt. Man sieht auch die Holzmasern noch. Stimmt. Ich wollte, dass dieser Raum Eleganz versprüht und dabei gemütlich ist. Jetzt habt ihr ein modernes Wohnzimmer, das genau das wohlige Gefühl vermittelt, das euch so wichtig ist. Ich habe die Aussicht vermisst. Genießt sie. Wir haben das auch getan. Das ist von Cole. Spiel und Gästebuch zugleich. Darauf kann sich Besuch verewigen. Das ist eine rührende Idee. Ich glaube, jetzt werde ich doch langsam emotional.